Und wir machen heute Fingerfood. Ein Klassiker dabei sind gefüllte Tomaten mit Basilikumcreme. Dafür beginnen wir mit gewaschenen kleinen Strauchtomaten. Das Grüne lassen wir dran. Deko sieht gut aus. Und schneiden uns als erstes einen Deckel runter. Und beginnen dann das Innenmark auszuhöhlen. Geht am besten mit einem Rundausstecher. Zur Not tut es auch einen Teelöffel. Erfordert dann vielleicht ein wenig Fingerfertigkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Tomaten nicht aufplatzen sollen an der Seite, da sonst die Creme rausläuft. Das ist jetzt eine hübsche kleine Portion. Dann hätten wir das schon vorbereitet, wieder ein wenig salzen. Und als nächstes rühren wir unsere Creme. Dazu brauchen wir ein wenig Frischkäse, ohne Kräuter. Das genügt schon. Etwas Basilikumpesto, gibt der ganzen Sache einen etwas italienischen Touch. Etwas salzen. Pfeffern und einen kleinen Schluck Sahne. Das macht die Sache etwas geschmeidiger. Sollte eine schöne homogene Masse werden. In sich geschlossen. Und das war schon das ganze Geheimnis. Ein Teelöffel. Ich nehme meistens einen Eislöffel. Lässt sich schön mitarbeiten. Und dann füllen wir die ganze Geschichte mit Häubchen. Dann sieht es mit dem Deckel schöner aus. Und fertig wäre schon unser kleiner italienischer Snack. Zur Deko habe ich etwas Radicchio-Gras, einfach in Streifen geschnitten. Kalkulieren Sie dann 2 bis 3 Stück pro Person, können Sie am Vortag vorbereiten, gekühlt lagern und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Kreativität und einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de